Okay. Viele von euch kennen mich ja. Ich bin Siamak, ich bin geimpft. Ich bin zweifach geimpft mit Prinzipien und Unrechtbewusstsein. Und dazu bin ich auch noch geboostert. Ich bin geboostert mit Freiheitsliebe. Das war mein erster Booster. Und zweifach geboostert, weil man muss ja in der Gesellschaft schon zweifach geboostert sein. Das heißt ja nicht mehr vierfach geimpft, sondern es werden jetzt die Anzahl der Boosterimpfungen genannt. Und ich bin einmal oder zweimal geboostert mit Rechtschaffenheit. Was man von dem Gast, der gestern in Heidelberg anwesend war, nicht sagen darf. Ich habe jetzt gestern was im Netz gefunden, das würde ich gerne hier vorlesen. Nein, ich befürchte nicht, dass im Herbst oder Winter hier alles zusammenkrachen wird. Dass die Leute sich in Wärmestuben wärmen werden, dass der Euro implodiert. Dass große Teile der Industrie wegen Energieknappheit stillgelegt werden müssen und Millionen Menschen auf der Straße stehen. Dass es zu gewaltsamen Aufständen kommen wird, weil die galoppierende Inflation die sprichwörtliche Butter vom Brot nimmt. Alles andere sowieso, dass bestimmte Gruppen, die vom Staat leben, Mikrobürgerkriege entfesseln werden, weil ihr Geld nicht mehr pünktlich auf das Konto kommt. Dass es größere Blackouts geben wird, dass Familien ihre Kinder nicht mehr richtig ernähren werden können und deshalb das ganze Scheißsystem schließlich kollabieren wird. Meine Angst ist eine andere. Ich fürchte mich vor dem Gegenteil, dass Sie mit irgendwelchen Tricks wieder durchkommen werden, dass dieses Idiotenvolk sich von Monat zu Monat auch an die Armut und an die Ärmlichkeit, vor allem aber an das Chaos gewöhnen wird, dass jeder mit Maske vor dem Fresse wieder zu Hause bleiben wird, weil die Systemmedien ihn wieder mit irgendwelche Corona-Scheiße bombardieren werden, dass alle längst vergessen haben werden, in welchem Wohlstand sie geschwelgt haben und noch vor 10 oder 20 Jahren, geschweige denn vor 40 Jahren, dass das Idiotenvolk die neue Normalität als Gott gegeben bzw. vom Russen auferlegt betrachten wird. Dass an jeder sagen wird, Hauptsache ich habe Netflix und ein paar Flaschen Bier im Kühlschrank, was braucht der Mensch mehr? Und dass an jeder in ihnen unverändert ihre rettenden Schicksalslenker sehen wird, wenn er abends die Tagesschau anschaltet. Das hat der Akif Pirinci letztens in einem Interview gesagt. Und wie es auch ein paar Fäkalsprache, das würde ich alles unterschreiben. Ich habe jetzt letztens nochmal in unsere örtliche Presse geblättert und da waren ein paar super tolle Artikel. Und das sind immer Beispiele, wie unsere Systemmedien uns mit Corona-Scheiß bombardieren. Auf einer Seite stand oben, halb Deutschland scheint flach zu liegen. Ist halt so. RKI meldet ungewöhnlich viele Atemwegsinfekte. Corona immer noch der Hauptfaktor. Hier heißt es, dass wir in einer Woche, bezogen auf den Zeitraum 27. Juni bis 3. Juli, innerhalb einer Woche 4,5 Millionen akuten respiratorischen Erkrankungen hatten. Das sagt RKI. Und ganz ehrlich, ich vertraue RKI. Wer vertraut denen nicht? Der Professor Wieler. Also ich 100%ig. Nein, 147%ig. Dann heißt es weiter, in den Vorjahren, sowohl während als auch vor Corona-Pandemie, lagen die Werte deutlich darunter. Also, wir hatten ein paar Jahre vorher, die Werte waren drunter, wir hatten Corona-Jahr, die Werte lagen drunter und wir haben jetzt, wo über 70% geschlupft sind, haben wir auf einmal Werte, die drüber liegen. Keine Ahnung, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber es kann nicht an der Schlumpfung liegen. Und dann unterhalb, also auf selbe Seite, steht, die vierten Impfungen sind Lebensretter. EU-Behörden empfehlen zweiten Booster für alle ab 60. Studie zeigt klare Reduktion von Todesfällen. Also da muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Ich zitiere. Eine israelische Studie zu Viertimpfung und Omikron-Ansteckung bei Menschen im Pflegeheim ergab kürzlich eine Impfeffektivität von 64-67% bezogen auf den Schutz vor Krankenhauseinweisungen. Also nicht vor Tod oder keine Ahnung was, sondern bezogen auf Krankenhauseinweisungen. Und das Risiko zu sterben sinkt sogar auf 72%. Das bilanzieren die Wissenschaftler.
Einbezogen wurden Daten zu knapp 44.000 Menschen, von denen ein Teil vierfach und ein Teil dreifach geimpft war. Hatten Sie auch welche, die nicht geschlumpft waren? Natürlich nicht. Da würden wahrscheinlich die Daten anders aussehen. Und das sind dann im Prinzip die zwei Artikel, die auf einer Seite stehen. Und auf einer anderen Seite steht, Seniorin wollte nur geimpftes Personal und bekam Kündigung. Das kann jeder auf der Seite lesen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das zu lesen. Normalerweise mache ich das nicht. Aber egal. Also da wird die Hannelore beschrieben. Die Hannelore war 35 Jahre Krankenschwester. Und das soll der Rhein-Neckar-Zeitungs-Heinis als Qualität dienen. Ja, ist halt so. Die ist ja vom Fach. Also die 79-Jährige ist also vom Fach, steht sogar in der Zeitung drin, wenn es um Pflege geht. Ich war zu 100% zufrieden. Es geht um einen Pflegedienst, der sie seit 3 Jahren jeden Tag betreut. Aber nun hat Hannelore einen Wunsch. Sie will wegen Vorerkrankungen, dass ausschließlich gegen das Coronavirus geimpfte Mitarbeiter des Pflegedienstes sie betreuen. Wie nennt man das normalerweise? Wenn ich jetzt im Bett liege und sage, ich möchte nur Krankenschwester haben, die blond sind. Okay, die Maßen nenne ich hier nicht. Aber jeder kann sich denken, was für Maßen die haben sollte. Und nicht älter als 25. Alles andere will ich nicht. Aber nun hat Hannelore einen Wunsch. Sie will wegen Vorerkrankung, dass ausschließlich Geschlumpfte sie betreuen. Zitat. Doch diesen Wunsch konnte der Dienst nicht erfüllen. Stattdessen kam nun die Kündigung. Wie kann das in Zeiten des sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht sein, die seit Monaten in der Pflege gilt? Siehe weitere Artikel. Diese Frage stellt sich Matthias, das ist der Sohn. Und der Matthias ist was? Rettungsdienst-Heini. Der ist auch vom Fach, klar. Nämlich vom Rettungsdienst. Wenn ich nicht geimpft wäre, dürfte ich nicht arbeiten. Also das ist schon erste Fake News. Hier gibt es doch bestimmt haufenweise Leute aus der Pflege und aus dem Rettungsdienst. Darf man noch arbeiten, wenn man nicht geschlumpft ist, ja oder nein? Ja. Also Rhein-Neckar-Zeitung, falls irgendjemand hier anwesend ist, macht eure Hausaufgaben. Weiter Zitat von Matthias, stellt fest, dass das Personal nicht dem Standard entspricht. Das heißt, ich arbeite im Krankenhaus, ich bin nicht geschlumpft, ich entspreche nicht dem Standard. Ich bin entsetzt, aber egal. Ungeimpfte dürfen dort einfach weiterarbeiten und am Telefon habe ich die Auskunft erhalten, dass kein Anspruch auf eine Betreuung durch geimpftes Personal bestehe. Ein Skandal. Findet ihr auch, dass es ein Skandal ist? Man sollte doch Anspruch haben, dass die Leute geschlumpft sind. Also wenn ich später mal im Krankenhaus liege oder im Krankenbett liege, dann bestehe ich auch auf eine blonde Schwester. Ich werde es drauf rumreiten, das ist einfach lustig. Daraufhin sei die fristgerechte Kündigung zum Ende des Monats August gekommen. Darin habe es geheißen, dass der Gesetzgeber auch die Beschäftigung genesener Impfunfähige vorsehe. Deren Einsatz könne zwar theoretisch ausgeschlossen werden, damit würde aber den Datenschutzrichtlinien widersprochen. Also nicht der Menschenwürde, nicht der Gleichbehandlung, sondern Datenrecht oder Datenschutz. Super. Aber an jeder Ecke musst du zeigen, ob du geschlumpft bist oder nicht. Da gilt Datenschutz nicht. Der Pflegedienst habe angeboten, bis dahin weiter Mitarbeiter zu schicken, allerdings ohne Berücksichtigung des Impfstatus. Der Matthias ist total entsetzt. Das ist inakzeptabel. Da machen wir keine Zugeständnisse. Sehr tolerant, der Matthias. Kritisiert der Wiesenbacher. Lieber kümmert er sich nun selbst um seine Mutter. Einen anderen Pflegedienst fand er auf die Schnelle nicht. Alle sind ausgebucht. Und was macht der gute Matthias, wenn er niemanden sonst findet? Der geht petzen. Also was macht er? Ruft der Gesundheitsamt an. Hirschfeld hat nun auch das Gesundheitsamt eingeschaltet. Und was hat er erfahren? Achtung, dass ungeimpfte Mitarbeiter weiter beschäftigt werden können. Dennoch hält er dies für verantwortungslos. Zitat. Es geht hier um den Schutz der Kollegen, deren Familien, sowie der betreuten Menschen und deren Familien, sagt Matthias. Deren Sicherheit ist in Gefahr, eine sichere Pflege muss aber gewährleistet sein. Und der Typ ist vom Fach. Das heißt, er ist beim Rettungsdienst, einer von denen, die jetzt mit Tatütata rumfahren. Ich fahre Motorrad, ich verunglücke, habe einen Unfall, Matthias kommt an.
Was ist deine erste Frage? Und bist du geschlumpft? Was ist, wenn ich Nein sage oder wenn ich überhaupt dann halt mal jetzt hier so da liege? Der lässt mich liegen. Ja. Und ich zitiere wieder von einem Text, das ich am Anfang vorgelesen habe. Meine Angst ist eine andere. Ich fürchte mich davor, dass dieses Idiotenvolk sich von Monat zu Monat auch an das Chaos gewöhnen wird, dass jeder mit Maske vor der Fresse wieder zu Hause bleiben will, weil die Systemmedien ihn wieder mit irgendwelchen Corona-Scheiß bombardieren werden, dass das Idiotenvolk die neue Normalität als gottgegeben auffällig betrachten wird, dass dann jeder sagen wird, Hauptsache, ich habe Netflix und ein paar Flaschen Bier im Kühlschrank, was braucht der Mensch mehr? Und dass ein jeder in Ihnen, in den Medien und Politikern unverändert ihr rettenden Schicksalslenker sehen wird, wenn er abends die Tagesschau anschaltet oder in dem Fall den Schundblatt vom Rhein-Neckar-Zeitung liest. Wir haben vor einiger Zeit, also der Kai hat vor einiger Zeit ein Schreiben an Antidiskriminierungsstelle hier in Heidelberg geschickt. Mehrere sogar. Hast du den Text oder ich glaube, das wird dann nicht veröffentlicht. Also wir haben auf jeden Fall eine Antwort bekommen, dass die verantwortliche Kollegin in der Stadt in Urlaub, das waren die Falschen, die wir angesprochen haben oder angeschrieben haben. Also und die haben uns verwiesen an wem? Behindertenbeauftragte. Das heißt, wenn du dich in Heidelberg wegen Diskriminierung beschwerst, landest du wo? Behindertenbeauftragter. Nur wenn du ungeimpft bist. Aber cool fand ich, dass ziemlich am Ende kommt ein Schreiben, man möge den sein Pronomen mitteilen, weil sie einen richtig ansprechen wollen. Also das scheint denen wichtig zu sein. Ich wollte jetzt mir auch sein Pronomen aussuchen, keine Ahnung, kaiserliche Hoheit oder irgendwie sowas in der Art, aber ich arbeite noch dran. Ich lasse mich von der Stadt Heidelberg ab jetzt mit meinem Pronomen ansprechen. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich es heißen soll, sehr gerne. Ich könnte mir schreiben. Also bis jetzt bin ich dann mal hochwohlgeboren, kaiserliche Hoheit. Also da arbeite ich noch dran. Und viele von euch wissen ja auch, dass ich fasse es kurz, weil ich muss jetzt so überleiten an Lukas. Weil gestern hatte ja Heidelberg, sogar Staatsbesuch, könnte man sagen. Der Herr Professor Habert war in Stadt. Und über sein Klimaurteil zu sprechen. Und einige Leute haben ihn begrüßt, weil ich meine, das muss auch schon sein, wenn er sich die Mühe macht, aus Karlsruhe hierher mit seinem 3 dieselbetriebenen 700 PS Autos nach Heidelberg zu fahren und über Klima zu reden, muss man ja schon anständig ihn begrüßen. Und wie ich erfahren habe, weiß die Polizei auch, wer da an der Begrüßungsaktion anwesend war. Also ohne Scherz, das sollte man euch vorstellen. Ich war vor 2 oder 3 Wochen, stand ich hier und habe gesagt, ich hätte Angst. Angst ja nicht, aber ich habe die Befürchtung. Ich hab vor nichts Angst. Ich habe die Befürchtung, dass man irgendwann in eine Richtung geht, dass man nachts hier von irgendwelchen schwarz gekleideten Systemschlägern von zu Hause abgeholt wird. An dieser Stelle möchte ich schon mal sagen, auch wenn die Polizei zuhört, ich habe keinen gefälschten Impfausweis zu Hause. Ich bin kein Waffenbesitzer. Was noch? Vor was muss man Angst haben, dass die Leute nachts um 2 Uhr einen besuchen kommen? Also bei mir ist nicht zu holen. Also wenn ich irgendwo mal dann hat man. Ich bin auch nicht zu wichtig, ich bin auch zu unwichtig dafür. Also, aber egal, wenn irgendwo mal in der Rhein-Neckar-Zeitung steht, der Siamak wurde abgeholt wegen gefälschten Impfausweis. Ach, Schwachsinn. Auf jeden Fall stand ich da und habe einen gewissen Person. Ich habe einfach rumgerufen, so, ja, hier Professor korrupt. Ich habe auf niemanden explizit gezeigt, sondern ich habe einfach nur gerufen, Professor korrupt. Und das steht jetzt im Polizeibericht wahrscheinlich. Der Herr Siamak hat an dem Tag um die Uhrzeit gerufen, Professor korrupt. Überwachungsstaat. Ich war ja letzten Samstag in Stuttgart, wo war das? Stammheim. Mein zukünftiger Zuhause. Wir konnten nicht besuchen. Also, wir konnten nicht besuchen.
Das war schön. Also ich habe mir schon eine Zelle ausgesucht. Also mit, ja, ist auch egal, das werde ich schon mit denen schon ausmachen. Und ihr wisst alle Bescheid, eine gewisse Person, der am Anfang mit Grundgesetz in der Hand durch die Straßen gelaufen ist und für unsere alle Rechte gekämpft hat, der sitzt jetzt im Knast, im Untersuchungshaft, weil er angeblich 600.000 Euro veruntreut hat. Und ich bin auch ganz ehrlich, egal ob er es gemacht hat oder nicht, aber es geht aber um Folgendes. Der hat Geld geschenkt bekommen. Er hat Geld geschenkt bekommen von dir, von mir leider nicht. Und nicht versteuert. Genau. Er hat es geschenkt bekommen und er hat es angeblich zu seinen privaten Zwecken verwendet. Es gab ja auch, ich glaube, eine Abrechnung, 1,2 Millionen hat er wohl angenommen und 600.000 soll er veruntreut haben, obwohl es 1 Million ausgegeben hat. Wie man das rechnet, ist mir egal, ich war nie gut in Mathe, ich habe, glaube ich, nur einen Punkt in Mathe gehabt. Ich habe aber letztens jetzt gelesen, es gab jetzt ein Gerichtsurteil von ein paar CSU-Politiker, PolitikerInnen. Was haben die gemacht? Die haben ja die Deals, die Maskendeals möglich gemacht. Ja, du hast Masken, ich brauche FFP2-Masken, ach, die kosten 5 Euro. Sagen wir mal 9,99 Euro. Wie hieß der ehemalige Gesundheitsminister? Das sind unwichtige Sachen, Mensch. Dann gehe ich zum Spahn und sage: Spahn, ich habe Masken für 15 Euro pro Stück und ich bekomme Provision. Ich glaube, da waren mehrere Millionen. Die standen vor Gericht wegen Korruption. Und was sagt unser Gericht? Keine Korruption. Es ist okay. Das heißt, die nehmen unser alle Geld, die wir dem nicht geschenkt haben, die haben es mir zwangsweise abgeknöpft. Und wenn ich das nicht bezahle, dann kommen die Leute mit Knarren und nehmen es dir weg. Genau. Also das Geld nehmen sie, stecken es in ihre eigene Tasche und es ist keine Korruption. Aber wenn ich jemandem Geld schenke, der sitzt im Knast. Ja. So viel dazu. Okay, vielen Dank, dass ihr da seid. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch.